Hey Leute, Spaß beiseite. Dilip am Start und wir haben im Anfängertraining heute die Spinning Backfist so ein bisschen drin gehabt. Und da wollte ich auf jeden Fall fürs Behalten der Kombination die Sachen nochmal auf YouTube hochladen. Natürlich für mich und auch für euch, ja, was wir da für ein Zeug im Training quasi fabrizieren. Vielleicht gefällt es ja dem einen oder anderen. Leute, es gibt niemals die perfekte Technik. Ja, ihr könnt die Sachen perfekt ausführen, aber wenn ihr jetzt kämpft, habt ihr für verschiedene Gegner einfach verschiedene Möglichkeiten. Ja, und das ist ja wichtig. Ja, man hat immer so einen Leitfaden, an dem man sich halten sollte bei der Ausübung der der Schläge, der Tritte. Ja, aber alles andere könnt ihr machen, wie es euch passt und wie ihr es am besten umsetzen könnt. Ja, und das ist wichtig. Okay, Spinning Backfist, da hatte ich ja schon mal gezeigt gehabt, wie sie funktioniert. Da könnt ihr gerne mal in der Legende mal ein bisschen nachschauen, die alten Videos, ja, sauber ausgeführt und im Kampf ausgeführt. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe zum Teil manchmal. So, und wir haben sie jetzt erstmal gemacht, so wie man sie im Kampf machen sollte. So, passt mal auf. Und zwar habe ich die Leute hingestellt im Training und zwischendurch, damit keiner einen Drehwurm bekommt, mal beide Handschuhe hoch, ja, für die 1-2 Kombination, Jab Punch hier, whip, whip, 1-2, ja. So, und dann haben die Leute einzeln die Handschuhe hochgehalten, das heißt mal links oder mal rechts, so über links gegangen, links die gerade, und dann müsst ihr schauen, dass euer linkes Bein quasi mitkommt hier, whip, 1, ja, also 1, ihr geht rein, so, jetzt geht der Partner, der hält einen kleinen Schritt zurück, hält beide Handschuhe vor, ihr dreht euch ein, boom, schlagt ihr hier aus und steht so vor dem Partner, dass ihr wieder frontal vom Partner steht. Ja, so, fürs Boxgeschehen weiter. So, die rechte Hand hingehalten, genau andersrum, nur das rechte Bein macht jetzt einen weiteren Schritt. Ja, das heißt, ihr klatscht hier rechts rein, hier, Schritt, ja, und rein das Ding. Wird ein bisschen verfehlt, aber von der Aktion her, und bin wieder hier im Kampfgeschehen. Ja. Zwischendurch wieder 1-2 hier, ja, dass wir einfach ein schönes Movement reinbekommen. Und wieder ran. Bleibst du drin, bitte? So, und da haben sich aber einige ein bisschen schwer getan, weil die haben dann zum Teil die Spinning Backfist gezogen hier und sind dann hier so stehen geblieben oder zu seitlich. Und dann habe ich gesagt, okay, wir setzen da jetzt einen drauf. Ja? Und zwar nach der Spinning Backfist schlagen wir mit demselben Arm einen Körperhaken. Ja? Das macht einigermaßen gut Sinn sogar, pass mal auf, das kommt ziemlich gut rüber. Und zwar, ihr geht rein über eine lange Gerade, spinnt rein hier die Backfist, boom, zieht rüber auf die Seite quasi und von hier aus, boom, gibt es hier den Körperhaken. Ja, durch beide Handschuhe hinhalten, bitte. Ja, und hier, pop, da knallt es dann rein. Ja, von der anderen Seite jetzt nochmal. Ja, 1, 2, ja, ihr seid schon drüben, das ist ein fließender Übergang, das ist ziemlich cool. Ja, hier, über links hier. 1, 2, ja. Oder über rechts, das rechte Bein mit rum hier, 1, 2, und rein, ja. Schön easy, nochmal in der Mitte, hier, und rein, ja. Rechts, so, geil, dann sind wir hergegangen, da haben wir noch andere Schläge mit dran gesetzt, hier, mit dem Haken, ja, der Abschluss hier. 1, 2, sind wir hier, Haken 1, Haken 2, Logik Abschluss, ja. Ihr könnt da variieren, wie ihr Bock habt, ja. Schöne Rundbewegung. So, dann sind wir hingegangen und haben nochmal eine Kombination für die Kicker gemacht, ja. Die Kicker, jetzt, da sind wir seitlich stehen geblieben, das ist mehr so die traditionelle, ja, also erstmal hier, 1, 2 oder 1 sind jetzt die Hand, ja. Ich gehe rein, 1, 2, seht ihr das? Ich bringe das Bein jetzt nicht in die Position, dass ich weiter boxen kann, ja, sondern ich bleibe hier in der Position, seitlich stehen. Und jetzt drehe ich zurück und komme, boom, mit einem Backkick quasi raus. Ja? Und nochmal die Aktion hier. 1, hier wichtig wieder, nicht komplett durchziehen das Bein, sondern seitlich stehen lassen, sodass ich hier diese Gegenrotation sofort starten kann, boom. So, und wie ihr es jetzt gerade eben schon gesehen habt, wenn ich zu nah dran bin, ja, beim Philipp, ja, ich gehe rein hier, 1, 2, und ich stehe vielleicht ein bisschen zu nah. Das heißt, mach mal die Deckung hoch, und von hier aus kann ich mir schon eine klatschen. Das heißt, eine gerade, boom, oder einen Haken schwingen,
Hopp, ey, jawohl. Seht ihr das? Und wenn ihr jetzt nochmal schwingt, whoop, lehne ich mich nach unten hinweg und knall in die Ferse rein. Ist nicht ganz sauber, aber funktioniert sehr gut. Ja? Wenn ihr hier im Infall seid, dass ihr euch wirklich nach unten hinweg lehnt und die Ferse hochbringt. Ja? Das heißt, auch wenn ihr eine schlechte Dehnung habt, werdet ihr damit Erfolg haben. Ja? Das funktioniert ziemlich geil. Also nochmal, hier, eins, zwei, nicht komplett rauslehnen, hier den Oberkörper quasi in die andere Richtung ausbringen, die Ferse hoch und ihr seid safe. Ja? Um das Ganze noch ein bisschen zu verbessern, ja, haben wir die Handschuhe hingehalten, durch einfach mal gearbeitet hier mit dem Haken 1, ja? Haken 1, die Backfisten aus und dann wieder arbeiten. Ja? Hier. Und wieder arbeiten. Das war so knapp. Ja? Und wieder arbeiten. Und wieder arbeiten. Und wieder arbeiten. Und wieder arbeiten. Einfach nur, um das Feeling reinzubekommen. Da aber auch nur 30 Sekunden eine, 30 Sekunden andere. Und das Ganze drei Runden lang, ja, um das Feeling reinzubekommen. Und jetzt nochmal. Komm mal her. Und zwar der Dilip, der war jetzt ein bisschen nah dran. Da müsst ihr aufpassen. Ja? Wenn ihr euch unsicher seid oder der Gegner oder der Partner halt Anfänger ist, halt die Arme hier weg, ja? Dann passiert euch auch nichts. Ja, da kriegt man ja schnell eine reingebracht. Das sage ich hier, so, für die engere Distanz, die Spinning Backfist, ist im K1 erlaubt. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr den Ellbogen nicht zieht. Das ist wichtig. Ja? Im Kickboxen ist es verboten. Ja? Da dürft ihr sowieso keine Spinning Backfist machen. Im K1 ist es erlaubt, im Muay Thai auch. Im Muay Thai sind auch die Ellbogen erlaubt. Deshalb auch in der nahen Distanz, scheißegal, ob ihr jetzt so trefft, ja, das ist alles erlaubt. Im K1, boom, ist das hier verboten im Ellbogen. Ja. Da werdet ihr schnell mal disqualifiziert oder ermahnt, Punktabzug, was weiß ich. Ja. Also, Arbeit, Haken bereitet vor und den nutzen wir halt für die Drehung. Ja. Ihr könnt auch hier über eine Gerade reingehen. Ja. Ich nehme dafür den Haken einfach für die Rundbewegung. Wupp, 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 Haken 1, wupp, und streckt nicht aus, sondern hab sie hier eng. Ja? Dadurch kriege ich hier eine enge Distanz rein. Wupp, 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 ja? Und enge Distanz rein. Cool. Ich hoffe, das Video hilft euch weiter. Und für mich bleibt es ja sowieso dann in Erinnerung, weil das Training war ganz gut. Hat mir Spaß gemacht. Ich glaube, den Leuten hat es auch Spaß gemacht. Und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ja? Wie es euch gefällt. Einen Daumen hoch, da würde ich mich drüber freuen. Ja. So, Dilip, vielen Dank. Und euch viel Erfolg beim Training. Ja. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns. Ciao.